Wenn du einen eigenen Online-Shop betreibst, dann ist dein Shop-Design sehr wichtig, denn das ist ja das Erste, was deine Besucher von deiner Webseite sehen und der erste Eindruck ist immer entscheidend und wichtig. Daher zeige ich dir jetzt in diesem Video, wie ich mein Shopify-Design erstelle, für welches Theme, also Design, ich mich entscheide, wo ich meine Themes überhaupt herunterlade, wie ich mein Logo hinzufüge und wie ich mein Online-Shop-Design anpasse, wie Texte, Bilder, Farben und so weiter. Also wenn dich das jetzt interessiert, bleib dran. Also los geht's. Ich befinde mich jetzt hier im Shopify Dashboard und ich bin jetzt hier an den Punkt 3 angelangt. Der erste Punkt im Setup, erstes Produkt hinzufügen, haben wir bereits in einem anderen Video gemacht. Das kannst du dir gerne jetzt hier anschauen. Ansonsten war der zweite Punkt mit der benutzerdefinierten Domain. Das habe ich dir auch gezeigt in einem anderen Video. Und nun sind wir hier an dem Punkt 3 angelangt. Und das möchte ich dir zeigen, wie man jetzt hier sein Shopify-Design erstellt und sein Theme anpasst. Das Erste, was du machst, wenn du an diesem Punkt angelangt bist, du klickst jetzt hier auf Theme anpassen oder du kannst es auch, wenn du das jetzt nicht mehr hast, hier über Online-Shop erreichen, indem du hier auf Theme klickst oder eben direkt hier oben auf Online-Shop. Also beides geht. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Startseite und wenn du noch keinen Shopify-Store erstellt hast, ich werde dir ebenfalls den Link hier in der Videobeschreibung zur Verfügung stellen, wo du deinen Shopify-Konto kostenlos erstellst und du kannst es dann in dem ersten Monat für 1 € testen. Okay, du hast jetzt hier die Möglichkeit, unter Punkt 3 auf Theme anpassen zu klicken und du kommst jetzt hier in die Einstellung für dein Design. Bevor du startest, ja, solltest du dir erstmal ein schönes Design für deinen Shop, für deine Branche oder für deine Nische heraussuchen und herunterladen. Ich persönlich habe jetzt mein Theme ja, hier bei Envato heruntergeladen. Ich muss mal gerade schauen, wo ich es habe. Und zwar hier bei Envato hast du hier eine jährliche Mitgliedschaft und dann hast du hier unbegrenzt viele Downloads. Also kannst du unbegrenzt viele Designs herunterladen. Ich habe das ja in dem anderen Video gezeigt. Ich habe 2 Designs mir hier heruntergeladen und beide habe ich getestet. Du findest ja die Designs, wenn du sie hochlädst, hier unten in deiner Theme-Bibliothek und du kannst dann, das ist das Schöne, wenn du hier auf diese Punkte klickst und auf Vorschau, kannst du dir beide Designs anschauen. Es war das eine Design, was ich hier in der engeren Wahl hatte. Und dann hatte ich das zweite in der engeren Wahl. Das war dieses hier, was ich jetzt hier auch schon hinzugefügt habe und auch hier für meinen Shop aktiviert habe. Für das habe ich mich jetzt entschieden. Auch das können wir uns mal kurz anschauen. Also siehst, das ist das Theme, was ich jetzt für meine Nische, für das Thema geeigneter finde. Deswegen habe ich das auch schon hier für meinen Shop aktiviert. Das kannst du hier ebenfalls machen unter Theme-Bibliothek. Wenn du sagst, du möchtest dieses Design verwenden, du kannst wie gesagt mehrere hier hochladen und dir die dann auch in der Vorschau anschauen. Und wenn du dich für eins entscheidest, klickst du einfach hier auf Veröffentlichen und schon ist es quasi hier als aktuelles Theme gespeichert, ja. Okay, das ist mal das Erste. Dann nochmal zurück zu Envato hier. Ja, kannst du unter Mehr, dann unter CMS Vorlagen und dann Shopify findest du jetzt hier, wenn du mal schaust, über 900 Designs und Themes. Du kannst dann auch hier in der Suche das eingrenzen nach deinen Themenbereichen. Wichtig dabei, dass du eben schaust, wenn du ein Theme hier nutzt, dass du ein Shopify 2.0 Theme verwendest. Das steht meistens mit dabei. Hier zum Beispiel Online Store 2.0, Shopify 2.0. Also darauf achten. Solltest du dein Theme hier nicht bei Envato herunterladen, kannst du auch hier zum Beispiel zu Themeforce gehen. Das ist bei Envato Markets. Hier hast du sogar noch mehr Themes zur Auswahl. Du siehst, wir haben ja über 2000 Themes. Auch hier kann man dann eben sein Theme herunterladen. Aber du siehst ja auch schon, die Preise sind etwas teurer.
Aber ich empfehle dir dennoch, nutze ein professionelles Theme, weil du einfach ein bisschen mehr Funktionen hast, du bist flexibler, die Ladezeiten sind besser und so weiter. Und wenn du ernsthaft das nutzen möchtest, solltest du dich auch für ein professionelles entscheiden. Noch hier als Alternative auch Shopify. Im Shopify-Marktplatz unter Themes findest du ebenfalls viele Themes, die du hier nach deiner Branche heraussuchst und auch hier direkt herunterladen kannst. Also auch das geht. Kannst hier auf Theme entdecken klicken, gibst hier deine Branche hier ein, zum Beispiel Kunst, und dann hast du hier die Möglichkeit, die herunterzuladen. Aber du siehst auch hier die Preise, die sind deutlich höher als bei den anderen zwei Marktplätzen, die ich gezeigt habe. Ja, also daher, ich werde dir die Links zu den einzelnen Seiten, die ich jetzt hier zeige, ebenfalls in der Beschreibung posten. Kannst du dir dann also gerne selbst anschauen. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt hier bei Envato entschieden für mein Team. Und bei Envato hast du eben diese Möglichkeit, für ein Jahr diese Mitgliedschaft zu machen. Du hast dann unbegrenzt viele Downloads. Kannst also mehrere Themes dann auch herunterladen und auch gegebenenfalls dann testen. So, das erstmal soweit dazu. Ich gehe mal wieder zurück zu den Einstellungen und wir wollen jetzt mal hier auf Anpassen klicken. Also ich bin jetzt hier wieder im Dashboard von Shopify unter Online-Shops, habe mein Theme hier also ja hochgeladen, habe das hier veröffentlicht und es befindet sich jetzt hier als aktuelles Theme in den Einstellungen. Das heißt, ich kann es jetzt anpassen. Das mache ich jetzt. Für das Anpassen klickst du einfach hier auf Anpassen. Übrigens noch als Hinweis, wenn du deinen Online-Shop gerade erstellst und aufbaust und dein Theme anpasst, es ist am Anfang noch Passwort geschützt. Also das heißt, wenn jemand jetzt die Seite jetzt öffnet für deinen Shop, hat er nicht die Möglichkeit, ohne das Passwort sich dein Design anzuschauen. Das ist deswegen ganz gut, wenn du noch im Aufbau bist und dein Shop noch nicht fertig ist. Es ist sinnvoll, dass eben deine Besucher noch nicht den Shop so sehen können. Deswegen ist das erstmal als Passwort geschützt. Ja, das ist halt einfach sinnvoll. Deswegen würde ich das auch dir empfehlen, das erst zu entfernen, wenn du wirklich mit deinem Shop komplett fertig bist mit dem Design und mit den Inhalten und Produkten. Okay, also ich klicke jetzt hier auf Anpassen. Und das Erste, kurz zur Erklärung ist, du hast hier links eben die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. In dem Fall jetzt hier siehst du also die einzelnen Bereiche, ja, also wie der Header, dann eben hier die Inhalte und all diese Dinge, die du hier siehst, diese Abschnitte, die findest du hier unter den Vorlagen und du kannst die hier jeweils immer anklicken und dann eben hier auf der rechten Seite bearbeiten. Diese Felder kann man hier löschen, indem du auf dieses Symbol mit dem Mülleimer oder Papierkorb draufklickst. Du kannst diese aber auch ausblenden. Also zum Beispiel, wenn du das Auge anklickst, dann ist es auf der Webseite auch nicht mehr sichtbar. Und wenn du hier eine Einstellung gemacht hast, klickst du hier oben auf Speichern. Und dann gibt es hier die Grundeinstellungen, ja, oder Theme-Einstellungen. Da klickst du auf dieses Zahnrad hier auf der linken Seite. Das sind dann hier diese allgemeinen Einstellungen wie Farben, Typografie. Also bei Farben kann man jetzt bei meinem Theme hier eben also die Grundfarben ändern. Das betrifft also den Background, aber auch solche Dinge wie, sag ich jetzt mal, Menüs und so weiter. All diese Farben kann man hier ändern, aber auch die Farben vom Text, vom Bodytext, von den Headline-Texten und so weiter. Das ist jetzt aber auch abhängig von deinem Theme, was du nutzt. Ansonsten kannst du hier natürlich unter Typografie deine Lieblingsschrift, also wenn du eine Hausschrift hast, kann man die jetzt hier hinzufügen und auswählen. Also das sind erstmal die Einstellungen, die hier wirklich sehr einfach und verständlich sind. Das findest du hier unter den Einstellungen, unter hier mit dem Zahnrad allgemeine Einstellung, Theme-Einstellung. Ja? So, zurück nochmal zu der Seite und zu den Abschnitten. Ich befinde mich ja jetzt hier auf der Startseite. Hier oben kannst du zwischen den einzelnen Seiten navigieren, indem du hier oben auf dieses Menü klickst mit dem Pfeil. Das heißt, ich bin jetzt hier auf der Startseite. Du kannst aber auch jetzt zum Beispiel die Produktseiten bearbeiten. Klickst du auf Produkte, zum Beispiel Standardprodukt. Und du siehst, dann habe ich hier quasi schon meine Standardproduktseite. Und diese hat natürlich auch wieder Einstellungen. Und die Einstellungen findet man hier, indem man hier einfach draufklickt auf diese Abschnitte.
Und dann hast du die hier auf der rechten Seite hier die ganzen Einstellungen, die du vornehmen kannst. Ja, Texte kannst du ändern, Farben und so weiter. Das ist für jeden Abschnitt ist es anders. Beispiel, wenn ich jetzt hier oben auf den Kopfbereich klicke, siehst du, ändert sich das hier auch mit den Einstellungen. So, also wenn wir auf dem Header jetzt sind, wäre es ja so, dass ich dir zeige, wie ich jetzt hier mein Logo hochlade. Denn ich möchte natürlich ein eigenes Logo hier verwenden. Das empfehle ich dir natürlich auf den Shop. Und wenn es darum geht, ein eigenes Logo zu erstellen, kannst du solche Anbieter wie Canva nutzen. Canva ist ein toller Anbieter, wo du jegliche Designs erstellen kannst, wie zum Beispiel Logos, aber eben auch Banners, Headers, all das, was man eben dann auch wunderbar für die Shopify-Seite nutzen kann. Ich habe jetzt hier mal mein Logo erstellt. Du siehst, das kann man dann hier auch direkt anklicken. Du kannst hier auch Vorlagen verwenden für Logos. Ja? Also Canva ist wirklich ein tolles Programm, um solche Dinge eben hier zu erstellen. Siehst, wenn du dann hier dein Logo erstellt hast, kann man das dann auch herunterladen, indem man hier auf Teilen klickt. Download. Beim Logo würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall PNG zu verwenden, weil das einfach für Logos das beste Dateiformat ist. Wenn du jetzt aber Produktbilder verwendest für deinen Shop, dann würde ich dir eher JPEG empfehlen in einer höheren Auflösung, weil einfach bei Shopify ist ja auch wichtig, dass die Ladezeit deiner Webseite gut ist und umso kleiner die Dateien, also Bilddateien sind, umso besser ist die Ladezeit. Du musst ja auch dran denken, viele nutzen deinen Shop ja auch mobil. So, also ich habe jetzt hier mein Logo. Das kann man jetzt herunterladen. Du kannst es natürlich auch hier markieren. Das geht auch. Und dann mit rechter Maustaste kannst du sagen, Auswahl herunterladen. Dann legt er wirklich nur exakt das herunter als Datei, was du markierst. Wenn du aber hier diesen Rand oder diesen Freiraum ebenfalls mit exportieren willst, dann kann man auch eben das auf diese Größe hier skalieren und dann kannst du auf Teilen klicken und dann exportiert er das komplette Format. Ja? Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Ich mache das jetzt mal mit dem kompletten Format. Ich klicke dann hier auf Download, PNG. Da es ja ein Logo ist, kann man jetzt überlegen, ob man wirklich diese Größe braucht von 1000 Pixeln. Das ist wirklich sehr groß und ich werde ja mein Logo relativ klein einfügen. Und auch hier nochmal, es geht einfach hier wirklich darum, dass die Dateimenge so klein wie möglich ist. Deswegen, ich werde mich hier eher entscheiden für 450x450 Pixel, weil es vielleicht noch ein Logo ist. Dann kann man sagen, ich möchte einen transparenten Hintergrund. In dem Fall würde ich das anklicken, weil dann kann ich selber näher später auch festlegen, ob ich das auf einem farbigen Hintergrund setzen möchte, das Logo. Und dann habe ich eben diese Möglichkeit, das zu machen, wenn ich einen transparenten Hintergrund habe und nicht diesen weißen Hintergrund. So, klicke ich jetzt hier auf Download. Jetzt lade ich das herunter hier. Findet sich dann in der Regel im Download-Ordner. Und wenn ich dann zurückgehe hier zu den Anpassungen für mein Online-Shop-Design, dann klicke ich hier oben auf den Head-Bereich und kann jetzt hier auf der rechten Seite nochmal, jetzt kann ich jetzt das Logo hier hochladen. So kann ich jetzt ein Bild hier auswählen oder ich lade es eben hoch. Das mache ich jetzt mal. Bild auswählen. Da ich das jetzt noch nicht hochgeladen habe, klicke ich auf Bild hinzufügen. Und wähle dann eben den Download-Ordner, wie schon gesagt. Hier oben ist das Logo auch schon. Wähle das aus. Und kann das jetzt hier wunderbar hochladen. Da ist es auch schon. Sage ich fertig. So, jetzt habe ich es hier auch schon hochgeladen. Dann werde ich das hier auch nochmal auswählen. Das wird jetzt auch quasi für beides hochladen. Aha, jetzt hat das. So, also wir haben jetzt hier mal unser Logo. Das ist natürlich jetzt noch ein bisschen groß für unsere Webseite. Das heißt, ich kann das jetzt hier auch ein bisschen kleiner machen, wo es nicht zu groß ist. Ja, also ich werde es wahrscheinlich auf 100 Pixel Breite machen. So, okay. Also das wäre mal unser Logo. Das Schöne ist, man kann, wenn man hier eine Änderung macht, in der Regel wird es dann auch sofort angezeigt. Man kann aber auch, wenn man eine Änderung macht, diese auch wieder rückgängig machen mit dem Pfeil hier oben, ja. Also wenn man irgendwas falsch macht, ist das kein Problem, man kann das hier auch rückgängig machen. Und wenn du damit dann eben abschließt mit den Einstellungen, dann vergiss nicht zu speichern. Okay, also das erstmal soweit dazu.
Ansonsten navigiere hier oben durch die einzelnen Seiten. Wenn du jetzt ein eigenes Template anlegen willst, zum Beispiel du möchtest jetzt ein eigenes Template für die Produkte anlegen. Du hast jetzt zwar diese vordefinierten Templates von deinem Theme, aber du möchtest jetzt ein komplett neues anlegen. Du kannst das machen, indem du hier auf Vorlage erstellen klickst. Dann kannst du hier sagen, okay, ich möchte das kopieren, also die Einstellung kopieren, zum Beispiel von dem Standardprodukt oder von irgendeinem anderen bereits angelegten Template. Ja, dann kannst du dem Ganzen dann den Namen geben, zum Beispiel gebe ich jetzt mal Produkt 1 an und dann erstellt er quasi ein neues Template auf Basis deines Standard-Templates. So. Du siehst es hier oben auch schon, habe ich es auch schon ausgewählt. Das kann ich jetzt hier verändern, indem ich hier die einzelnen Bereiche anklicke. Und wenn ich damit fertig bin, ja, kannst du dann, wenn du dann deine Produktseite aufrufst, ich öffne jetzt einfach mal ein Produkt hier, das hier, kann man das dann hier ändern, indem du dann hier auf der rechten Seite unter Theme-Vorlage das suchst. Ja, ich habe das ja gerade geändert, deswegen kann ich das hier auswählen, Produkt 1. Dann kannst du es speichern und dann hat er quasi dieses Template, was du jetzt gerade neu angelegt hast, hier für dein Produkt gespeichert und du kannst dann somit eben auch für jedes Produkt ein eigenes Template nutzen, was sehr, sehr wichtig ist und hilfreich, wenn du jetzt auch unterschiedliche Gestaltung für die einzelnen Produktseiten nutzen möchtest oder verschiedene Texte, dann macht man das so, wie ich es dir gerade gezeigt habe. Okay, also wenn dir das jetzt gefallen hat und du möchtest weitere solcher Videos, dann abonniere gerne meinen Kanal. Wenn du eine Frage hast, schreib mir einen Kommentar. Ansonsten schau dir auch bitte die anderen Videos an, die ich davor gemacht habe, wie zum Beispiel, wie man einen eigenen Shop erstellt, wie man die benutzerdefinierte Domain hinzufügt und so weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, alles klar und natürlich weiterhin viel Erfolg.